Astrid. Und hier neben mir ist noch jemand anderes. Möchtest du dich gerade selber vorstellen? Nicht? Aha, er ist ein bisschen scheu vor der Kamera. Ja, ja, egal. Er wäre jetzt nämlich viel, viel lieber in der Schule, in den Kindergärten und vor allem auch in der Zaunacht direkt bei euch Kindern und nicht vor der Kamera. Aber soll ich dir den jetzt vorstellen? Ja, also, ich tue ihn vorstellen. Das ist der Krax. Stimmt's? Der Krax ist vom Schweizer Tierschutz, vom SDS. Und er liebt Tiere über alles. Und er schaut, dass es dem Tier gut geht. Und wenn es mal einem Tier nicht so gut geht, dann kann er den Schnabel mega weit aufreißen und sich für die Tiere einsetzen. Krax, was meinst du, wenn wir jetzt der Kind Geschichte erzählen? Halt hier, im wunderschönen Herbstwald. Also gut, dann machen wir doch das. He? Wir erzählen euch heute die Geschichte vom Rotschwänzli, die heisst, was machst denn du hier im Schnee? Also Krax, hock doch da bei mir auf die Schoss und lass zu. Es ist Herbst und vor ein paar Wochen hat eine Katze versucht, das Rotschwänzli zu fangen. Das Rotschwänzli hat ein paar Federn verloren. Aber das ist nicht so schlimm, die wachsen dann schon noch. Aber eben nur langsam. Zugvögel, so auch die Rotschwänzli, sammeln sich, um zusammen in Süden, in warmere Gegenden zu fliegen. Geschwister die vom Rotschwänzli sagen, mit dem kaputten Flügel kannst du nicht in Süden fliegen. Niemals schaffst du es über die hohen Berge. Das Rotschwänzli hat gesagt, dann bleibe ich eben hier. Ich weiss sowieso nicht, wieso wir so weit fliegen sollen. Hier ist es bestimmt auch ganz toll im Winter. Die Tage werden kürzer und kälter. Alle Rotschwänzli sind geflogen. Nur unser Rotschwänzli ist hier geblieben. Die Blätter fallen von den Bäumen, die meisten Blumen sind verblüht und alte Insekten sind weg. Aber das braucht doch das Rotschwänzli zum Fressen. Es frisst nämlich am liebsten Fliegen und Mücken und andere Insekten. Zum Glück verwünscht das Rotschwänzli eine Spinnele. Und am Boden findet es manchmal noch einen Käfer, wo unterwegs ist in sein Winterquartier. In der Nacht hat es angefangen mit Schneien. Das Rotschwänzli scharrt den Schnee auf die Seite, aber die oberste Erdschicht ist ganz hart gefroren. So kommt es nicht mehr zu den Käfern, zu den Ameisen und zu den Larven im Boden. Was machen echt die anderen Tiere? Da hört das Rotschwänzli plötzlich ein Rascheln und ein Geschnuff. Hallo Igu, sagt das Rotschwänzli. Ich habe dich erst gar nicht gesehen. Wie haltest du es bloß aus bei dieser Kälte? Ich habe hier meinen Unterschlupf. Hier bleibe ich ganz ruhig. Willst du zu mir kommen? Das Rotschwänzli hüpft näher. Am Igel fallen die Augen wieder zu. Aber das Rotschwänzli hat Hunger. Er stutzt den Igel an und fragt, hey, was frissest du eigentlich, jetzt wo der Boden gefroren ist? Ich lebe von meinen Vorräten, murmelt der Igel. Könntest du mir vielleicht ein kleines bisschen von deinen Vorräten geben? Das geht nicht. Ich habe die Vorräte unter meiner Haut. Weisst du, mein Fett, das ist mein Vorrat. So, und jetzt lass mich schlafen. Weil so Unruhe und Störungen kosten mir Kraft und Wärme. Schlafst du denn die ganze Zeit, wenn es so kalt ist? Fragt das Rotschwänzli erstaunt. Aber der Igel ist schon wieder eingeschlafen.
Winterschlaf machen, das kann ich nicht, sagt das Rotschwänzli und geht weiter. Da sieht es einen Vogel vorbeifliegen. Ganz schnell folgt es ihm. Bei einer Sonnenblume findet das Rotschwänzli ein paar Meiseli. Sie picken Kerne aus den Blumen. Hallo, ruft das Rotschwänzli. Wo findet ihr jetzt Raupen und Ameisen? Die Ameisen sind doch ihre Nester, sagt der Distelfink. Aber andere Insekten musst du bei dieser Kälte auch nicht mehr suchen. Die sind nämlich alle unter der Erde. Rufen die Meiseli. Probiert doch mal da ein paar von unseren Sonnenblumen kennen. Aber so einfach geht das nie. Der Schnabel vom Rotschwänzli ist nämlich zum Insektenfond gemacht. Er ist nicht kräftig genug, um die Schale von den Kernen zu knacken. Ich muss wohl etwas anderes finden, sagt das Rotschwänzli und fliegt weiter. In den Büschen, am Waldrand, sieht es etwas Rotes. Aha, Vogelbeere und Hagebutten hängen an den Nesten. Ein paar Amseln fressen gierig davon. Seid ihr gut? Fragt das Rotschwänzli. Oh, und wie? Sagt ein Amsel. Bäre ist das Beste überhaupt. Das Rotschwänzli probiert den Hagebutten und hat es gern. Endlich kann es wieder drauf losessen. Aber so richtig satt wird es eben trotzdem nicht. Es vermisst sein gewohntes Futter. Die Insekten. Auf einem anderen Ast hockt eine Eule. Hallo, sagt das Rotschwänzli. Was frissest du eigentlich? Müs. Und solche wie dich, knurrt die Eule. Das Rotschwänzli erschrickt und fliegt ganz schnell weg. Hui, zum Glück jagen Eulen vor allem in der Nacht, wo sie dort besser sehen können. Ganz schön Glück gehabt. Als Rotschwänzli genug weit davon geflogen ist, setzt sich auf den Boden. Puh, es muss sich jetzt ausruhen. Plötzlich schaut eine Maus aus der Erde und fragt, was ist denn los mit dir? Du siehst müde aus. Ich habe Hunger und ich suche zu fressen. Und dabei wäre ich selber fast gefressen worden. Warte schnell, sagt das Müsli. Ich hole dir etwas Feines. Und verschwindet in seinem Loch. Endlich kommt das Müsli wieder und schiebt eine Nuss vor sich her. Das Rotschwänzli starrt die Nuss an. Du kannst das essen? Ja, sicher. Ich nage die Schale durch und drinnen ist ein leckerer Kern. Das ist nichts für mich, sagt das Rotschwänzli. Hast du nicht ein paar Insekten in deiner Vorratskammer? Fliegen? Mücken? Nein, sagt die Maus. Die kann man doch nicht lagern. Und essen würde ich die schon gar nicht. Bläh. Aber ich kann dir ein paar Buchennüsse, Eicheln oder Körner anbieten. Danke, danke, sagt das Rotschwänzli. Ich muss mal wohl weiter suchen. Da steht ein Reh und knabbert die Rinde der jungen Äste. Kann man davon satt werden? Fragt das Rotschwänzli verwundert. Ja, schon, wenn man ganz lang catchen, antwortet das Reh. Wie lang denn? Weisst, ich mache das so. Ich schlücke mein Futter ganz schnell ab. Aber später, an einem sicheren Ort, tue ich es noch einmal ganz gut durchkatschen. Und für das brauche ich einen speziellen Magen, erklärt das Reh. Ich habe auch einen speziellen Magen, sagt das Rotschwänzli. Aber einen, der einfach auf Insekten spezialisiert ist. Was? Die frissest du? Hey, ich habe eine Idee.
Schau mal, vielleicht hast ja du die Krabbeltierli da in meinem Fähli auch gern. Die tun nämlich ganz schön kützeln. Tatsächlich. Das Rotschwänzli entdeckt da und dort eine Laus. Oh, danke fürs Herrenheben, sagt später. Das war fein. Nur ein bisschen wenig. Jetzt bin ich noch nicht so satt. Das Rotschwänzli schaut, ob es noch ein anderes Tier sieht mit einem Fähli. Und hier sieht das Rotschwänzli eine Wildsau. Die hat sicher ganz viele Krabbeltiere in seinem Pelz, denkt das Rotschwänzli. Aber der sieht noch etwas viel Besseres. Mit den kräftigen Schnauzen wühlt nämlich die Wildsau die Erde auf und sucht nach Eicheln und Buchennüsschen. Dabei holt sie aber auch Larven, Käfer, Würmer und andere Insekten an die Oberfläche. Die schnappt sich das Rotschwänzli jetzt gerade. Von nun an folgt das Rotschwänzli also der Wildsau und befreit das Reh von den Krabbeltieren. Es ist auch froh um jedes Bäri, das es findet. Und wo die Nächte noch viel kälter wurden, kuschelt sich zusammen mit den Blaumeisen in ein verlassenes Nest. Trotzdem hat das Rotschwänzli kalt und es wird immer wieder dünner und dünner. Aber zum Glück kommt der Frühling. Die Tage werden länger und wärmer. Die Meisen kriechen wieder aus ihrem Bau, die Raupen schlüpfen und die Insekten schwirren um die Blumen. Und schliesslich kommen auch Geschwister vom Rotschwänzli zurück aus Afrika. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Verzähl, verzähl, wie war es? Alle fragen durcheinander. Hey, wisst ihr was? Im Winter geht das Wasser weiss vom Himmel, erzählt das Rotschwänzli. Und es ist weich wie Federn und deckt alles zu. Oh, rufen die anderen Rotschwänzli und sind fast ein bisschen neidisch. Das wollen wir auch sehen. Das nächste Mal bleiben wir einfach auch hier im Winter. Oh, der Vorrat ich euch aber ab, sagt das Rotschwänzli. Im Winter gibt es nämlich kaum etwas zu fressen und es ist furchtbar kalt. Ich jedenfalls werde ganz sicher nächsten Winter in die Wärme fliegen. Krax, wie hat die Geschichte gefallen? Ja, das stimmt. Das Rotschwänzli hat wirklich mega Glück gehabt. Glück, dass es so viele liebe Tiere gefunden hat, die ihm geholfen haben. Sonst hat es sicher den Winter nicht überlebt. Das stimmt, da hast du recht. Und euch, wie hat euch die Geschichte gefallen? Ich hoffe, dass euch die Geschichte auch gefallen hat. Also, jetzt wünschen der Krax und ich euch ganz einen schönen Herbst, einen schönen Winter. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss zusammen!